Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks zusammen mit dem Rafa. Hallo Rafa. Ja, hallo. Ja, wir sind jetzt ganz schnell irgendwie ins Spiel geklickt worden. Das war Magic Finger. Und zwar spielen wir T9. Ich spiele meinen E75 mal wieder. Und wir sind unterwegs auf Himmelsdorf. Ich werde wahrscheinlich gleich mal Richtung Schlachtergasse fahren. Und ja, mal gucken. Oder soll ich oben rumfahren? Soll ich hoch? Das ist dir überlassen, meine. Könnt ihr mal nach links fahren. Na, mal gucken, wie die Leute verteilen. Ich schau mal. Laggen wir los. Ich habe gerade ein Problem. Was denn? Mein Bild ist schwarz. Hast du einen. Bist du rassistisch oder warum magst du keine schwarzen Bilder? Stehe ich nicht so drauf, wenn da eigentlich Farbe sein sollte. Okay. Warte mal. I must. Proceed. Geht ja so nicht hier. Ja, da. Aber. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, ey. Ich glaube, da werde ich mich jetzt doch erstmal nicht hinstellen. Ja, komm noch weiter zurück. Nö. Gut, dann machen wir das anders. Ich fahre da lang. Plötzlich bin ich offen. Wegen der Focht da hinten. Oder wegen dem WZ. Und der Sonne. Nee, wegen der Focht, die ist da oben aufgefahren und hat mich gespottet. Ein Top-Tier. Hello. Wie kann das nur sein? Und die. Oh, Psala. Boah, nicht schlecht der Schuss. Meiner? Nee. Gar eins hat mir gerade einer gegeben. Wo ist die Foch mir durchgekommen? Lol, die hat auch die Kanonenblende getroffen. Aus der Entfernung. Ja, genau. Denke ich mir da so. Scheiße, Alter. Werden hier oben weggepusht, wie es aussieht. Ist ungünstig, da unten fährt nämlich gerade auch ein E75. Nur stracks weiter. Oh. Oder die ist gerade ein bisschen Dorf, ne? Wow, E75, Bro. Nein! Du bist Wieso tot. hilft mir niemand? Ich konnte mir nicht entscheiden, wen ich ramme, und dann habe ich gar keinen von beiden getroffen. Das war ein bisschen scheiße. Alter, bekommen wir gerade auf die Mütze schon wieder? Der Oma hat 3 Kills, der Teil 62. Hat der das gemacht? Leute, wenig HP, die alle nur noch haben. IS-3 konnte sie gerade. Naja, ich weiß, ich hab's gesehen. Muss ich mal anders hinstellen. IS-3 versuchen wegzupushen. Ja. Machst du wenigstens. Weil eine Seite. Okay. Du bist so tot. Ja, ziemlich. Lächerlich, Alter. Warum tun die denn nix? Warum tun die denn nix? Gott, ich hasse das.
Warum sterben die da alle so? Warum gehen die denn da hin, wenn die da krepieren? Wenn die Seite nicht halten können? Unfähigen, ey. Und ich stehe dann da irgendwie Teil 61 lonely und hab keinen Plan, wo ich dann die Seite halten soll, weil die einfach die ganzen Posis schon bestückt haben. Boah, ärgert mich sowas. Ja, versuch nicht, den zu töten, der mit einem Pistole ist. Wir müssen jetzt einfach nur warten. Hm. Und gleich kommt davon, kommen die beiden von hinten. Dann kommt noch davor. Ah, davor! Gerade verschossen. Mhm. Schon schwer, wenn man die ganze Zeit an den einen Punkt zielt, aber dann doch nicht trifft. Oh mein Gott, das war bitter, ey. Das bitter, ist bitter schlecht. Ganz schön schwer, ja. Ja, und ich habe sogar noch. Bin sogar noch in den Top 5 mit meinem Schaden, ey. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich, ey. Unglaublich. Du Battle! Noch viel weiter. Wupp, wupp, bei mir funktioniert irgendwie gerade der X-Fam nicht. Bei mir funktioniert das schon. Und? Böse oder gut aus? Ganz gut. Ziemlich gut sogar. Aber das heißt ja nichts, wie wir wissen. Oh, jetzt funktioniert es bei mir auch. Ah, das hat mich gerade so gestört, Mann. Hätte ich mich für einen entschieden. Weißt du, es stand so eine IS-2 und dieser Type 61, die standen nebeneinander. Und ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich ramme. Wir haben eine ganz wollte gute ich erst den einen so antitschen und den anderen voll rammen, aber irgendwie bin ich gegen den Stein gefahren und habe gar keinen getroffen. Du. Wir haben eine ganz gute Arti, das kann auf der Map schon den Ausschlag machen. Ja, aber der scheint nicht so gut zu sein mit der Arti, wenn ich ehrlich bin. Der hat mit der Arti wahrscheinlich noch nicht so viel 49 Spiel. Matches. Ja, 50 Matches. Ja, gut. Ich meine, Arti ist aber jetzt auch nicht so unbedingt der Übercarry. Du kommst in Himmelsdorf-Spiel und hast eigentlich kaum eine Möglichkeit zu carryen. Aber auf so einer Map kannst du das, glaube ich, schon ganz gut. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Himmelsdorf, wenn du es genau wissen willst. Bitte sehr. Aus wunderbar Ruinberg. Steck in meinen Tock, ich bringe dir nach Himmelsdorf. In ihren Panzer. Ihren Panzer. Komischen Zug. Scout. Doppelscout. What the fuck? Oh, da ist er ja schon. Bong! Double Kill. B92 hat schon mal eine Bombe hier gemacht. Beide Scouts mit einem Schuss weggehauen. You cannot die. The fuck ist das für ein AMX? Schon geiles Gefühl, wenn ihr 7-2 mehr an mir bounced. Ja, ihr 7. Ich bin auf einer erhöhten Position. Von da aus auf mich zu schießen ist vielleicht nicht. Ist so also geil. Unsere Seite ist frei. Boah, ich habe so viel Potential Damage gleich. Bei mir bounced gerade alles. Autsch, das hat nicht gebounced. Das hat auch nicht gebounced. Hier sind ganze Gegner. Jetzt habe ich das Glück überstrapaziert. Treffer! Da ist eine Arti.
Wo ist denn dieser blöde M103 hin, der mich getroffen hat vorhin? Wo sind überhaupt die ganzen Gegner? Ach, guck da mal einer an. Ich hab ihn nur gekettet. Nö. Das war ein Wirkungstreffer. Da ist der M103. Na hallo. Ist aber gewagt, was wir da gerade machen, M103. Oh oh, kommt dir vor? Ich glaube, ich krieg jetzt mal einen Arsch aufgerissen hier. Oh, ich habe eine 1000er Kelle gerade vom Jagdpanzer bekommen. Angst. Ja, wir können hier gerade leider nicht so wirklich durchpushen. Ja, ja, macht nichts. Problem ist, dass dann noch der Jagdpanzer auf EN-100 steht, beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Also ich kann nicht vorfahren. Ich bin One-Shot. Jetzt können wir es gleich. Ja, die kriegen auch gerade voll den Arsch aufgerissen. Von hinten? Machen ja gar nichts, die Gegner. Ja, wobei, hier haben sie sich schon einen ganz guten Kampf geliefert. Das war halt ja, auf der anderen 12, Seite, ne? Steht halt 12-3. Ja, ja, wenn sie auf die anderen Seite so krepieren, dann sind die natürlich auch verloren. Das ist ja immer das Makabre. Oh, ich bounce. Nein, er zielt hier immer noch hin. Warum zielt er denn hier immer noch hin, wenn rechts von ihm welche sind? Oh, dass ich da gestorben bin, war unnötig. Bitte geh durch. Ich halt einfach mal zu greedy. Na egal, wenigstens ein annehmbarer Sieg. Natürlich der Tiger 2 gerade fast noch geordnet von mir. Müsste aber, glaube ich, gute 3000 Schaden Potential Damage haben. Ich habe 3000 einen Schaden gemacht. Mal gucken. Ich habe halt nicht überlebt, deswegen gibt es keine Steelwall. 3490 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Dö, dö. 3001 Damage gemacht und 3007 Spotting Damage. So wenig EP, what the fuck? Naja. Egal, ich habe meinen Schaden gemacht. Ich bin zufrieden. Gut, dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.